Herzlich willkommen bei Plan C. Ich habe wieder eine kleine Tengai-Tour, die ich mache. Und zwar möchte ich heute euch so ein paar Kraftorte zeigen. Ich nenne es einfach so, einfach Erholungsorte, wo man so ein bisschen zu sich selber kommt und Ruhe schöpfen kann. Und dass die eben oft sehr nah direkt an der Straße liegen. Außerdem möchte ich auch noch ein bisschen was erkunden. Ich habe ja so ein Gebiet gefunden oder ein Gebiet gesehen, so ein kleines Stück nur, wo ich mir ein paar Fotos erhoffe. Das meiste in den Filmen wird jetzt Fotos werden und je nachdem, was zu erklären ist, werde ich an den Dingern dann immer noch ein bisschen was erklären. Hier sind wir jetzt zum Beispiel an der Wieder. Ja, wer das genauer sehen will, der kann ja dann auf kurz anhalten, auf Pause drücken und sich das durchlesen. Ist sehr geil. Ja, und ich habe hier die letzte Zeit schon einige Videos gemacht und auch ein paar Fotos geschossen. Aber ich bin hier immer wieder gerne, weil es einfach eine geile Gegend ist. Der Fluss geht hier ungefähr noch in diese Richtung bis Richtung bis Walkenried, so ich sag mal so einen guten 1,5 Kilometer. Und hier hinter mir auch noch mal so 1,5 Kilometer. Also ihr habt hier gute 3 Kilometer, macht pro Seite 6 Kilometer, die man ablaufen kann und wo man immer wieder Neues erfindet. Außerdem haben es diese 6 Kilometer auch in sich, weil es ist natürlich auch kein direkter Wanderweg, sondern man muss sich immer ganz nah am Fluss halten, sehr vorsichtig gehen. Das ist natürlich alles hier Naturschutzgebiet und so weiter, also nicht durchtrampeln wie so ein Ochse, sondern eben ein bisschen mit Vorsicht und vor allen Dingen auch mit Ruhe, leise, dass man keine Tiere stört, dass man auch mal Tiere sieht vielleicht. Und dann kann man sich hier das hier antun und das ist hier richtig geil. Da hinten, ich hoffe, man kann es sehen, ist ein großer Kalksandsteinbruch. Hier kann man auch gut anhalten, hier kann man wandern, hier kann man ins Himmelreich wandern. Ja, über das Himmelreich habe ich auch schon mal ein Video gemacht. Das ist eine ganz, ganz geniale Gegend. Ist auch eine Stempelstelle da oben von der Harzer Wandernadel. Und da gibt es so viel. Ich werde mal gucken, was ich hier so drunter verlinken kann über diese ganze Gegend. Das ist so viel, das kann man gar nicht alles erzählen. Hier sind wir jetzt an diesem Wasserfall. Das letzte Mal haben wir da vorne ein Video gemacht und da hinten habe ich hier so eine Fischbeobachtung gemacht. Richtig schön. Hier kann man auch schön runtergehen. Hier hinten lang durch ein bisschen durchs Gebüsch durch. Da hinten ist eine schöne Stelle, wo man Kaffee trinken kann, Kaffee machen kann. Ja, und das sind solche Stellen, die liegen ganz einfach an der Straße. Und da lohnt sich dann auch das Anhalten mal. Gerade jetzt in der Corona-Krise, dafür danke ich der Corona-Krise übrigens, ist natürlich kaum Verkehr. Es ist richtig geil. Wir haben es heute, ich weiß nicht, 21 Grad oder so, strahlenblauer Himmel, keine Flugzeuge, so gut wie kein Verkehr. Besser geht es gar nicht. Und die Spritpreise sind sogar noch billig. Ich glaube, es geht wirklich nicht besser, oder? Gut, vielleicht noch eine vollblusige Blondine mit einer Kiste Bier. Das wär's jetzt. Hier auf dem Ravensberg, eine sehr geile Anfahrt hier hoch mit dem Motorrad, finde ich immer. Ist im Winter oder bis in Herbst rein, also so bis ins Frühjahr rein jetzt. Jetzt geht schon wieder, die Straßen sind trocken, ist aber unten mit Schneeketten und Winterreifen. Also du kommst hier im Winter auch nicht hoch, das ist ein Skigebiet hier oben. Hier sind auch Skilifte und so, zeige ich euch gleich. Und hier geht es auch richtig runter und die hat mir eine, ja, ich finde fast mit die geilste Aussicht in den Harz rein. Ja, und dieses Türmchen hier, das gilt... Das war mal so eine Abhörstation, die praktisch rüber in die DDR gehorcht hat, hinter den eisernen Vorhang. Und ja, und die haben uns abgehorcht und wir haben die abgehorcht und irgendwie haben sich alle abgehorcht. Wahrscheinlich hätte man einfach anrufen können, aber dann hätte man ja auch viel zu viele Steuergelder gespart. Hier gibt es einen Panoramaweg, der soll auch sehr geil sein. Da habe ich letztes leider keine Zeit für, aber das werde ich auf jeden Fall nochmal machen. Sehr cool. Rund um den Ravensberg mit Fernsichten circa 1 Stunde. Sehr geil.
Ja, und mit dem Auto kann man hier bis hier hochfahren auf den Ravensberg und dann halt um den ganzen Ravensberg rumgehen. Sehr cool. Absolute geile Aussicht hier. Und soweit man gucken kann, Harz, Harz, Harz. Ja, wer mal im Harz kommt, den kann ich das hier nur wärmstens empfehlen, weil von Bad Sachsa hast du ja praktisch bis hier hoch auf die Spitze des Ravensbergs unheimlich viele Sachen. Du hast unten hast du zum Beispiel den Schmelzteich, da kannst du Minigolf spielen. Da ist auch ein Lost Place direkt am Minigolfplatz. Da habe ich schon mal ein Video gemacht. Am Schmelzteich war ich schon mal Magnetangeln. Dann Bad Sachsa allgemein hat viel zu bieten. Eine richtig kleine, schöne Kleinstadt. Ja, fast noch so ein Dorf, würde ich sogar fast sagen. Dann kommst du weiter hoch. Da hast du hier Märchengrund. Da hast du Guckanstal. Ein richtig geiles Vulkantal und so weiter. Also hier gibt es jede Menge. Und dann die ganze Weg hier hoch, die Aussicht. Hammer. Ja, hier gibt es also auch verschiedene. Hier oben sind wir jetzt. Hier gibt es also verschiedene Skihänge und so weiter. Hier sind 1, 2, 3 Lifte. Richtig geil. Und ich zeige euch jetzt mal bei dem Lift die Aussicht. Die ist der absolute Hammer. Die andere Aussicht ist natürlich genauso Hammer. Hier sind irgendwie alle Aussichten Hammer. Fotomotive ohne Ende. Ganz in der Ferne kann man den Brocken erkennen, aber sehr weit weg noch. Ja, und sowas hier, das ist unter Harzern ein gut ausgebauter Rodelberg. Solche Sachen hier werden natürlich noch mit Treckerreifen gerodelt, ne? Sehr schön hier. Leider im Moment keine Führung. Ich habe versucht, oder ich habe ein paar Fotos durch die kaputten Fenster gemacht. Ich hoffe mal, sie sind was geworden. Ja, sehr geil, ja. Ganz, ganz abgelegen, wenn man es nicht weiß, wo das ist, findet man es eigentlich auch nicht. Man muss durch die Hüttenstraße her. Sehr cool. Es verfällt alles so ein bisschen, die viele Scheiben sind kaputt und so weiter, aber der Springbrunnen ist noch da, den kenne ich auch noch. Zu meiner Zeit waren hier allerdings auch noch Fische drin, sind jetzt nicht mehr. Ja, das war also eigentlich schon das eigentliche Ziel meiner Fahrt. Obwohl ich ehrlich sagen muss, das ist das Ziel, das habe ich eigentlich erst hier gewusst. Aber jetzt, wo ich hier bin, wollte ich natürlich genau hierher. Ja. Ich werde jetzt noch weiterfahren. Ich will mir noch ein Lost Place angucken. Eventuell, ich weiß nicht genau, ob es eins ist. Mal sehen. Ja, und dann werde ich euch die ganzen Bilder von der Fahrt hinten dranhängen. Ich werde besonders hier bei der Königshütte noch jede Menge dazu erklären. Hier vorne ist noch mal ein Schild. Das kann ich euch noch mal zeigen, aber ich glaube, ich habe es auch aufgenommen. Ja, ich packe die Schilder. Ich packe die Bilder dann hinten hinter.
Also hinter, ne? Also hinten hinter. Nicht vorne, hinten hinter. Ja. Und dann ist da Bescheid. Ich mache jetzt einfach kackfrech auch mit der Actioncam noch mal so eine kleine Aufnahme in diese Halle rein, wo die ganzen Maschinen stehen. Das ist also ein technisches Denkmal, Königshütte, Südhauser Eisenhüttenmuseum, okay. Maschinenfabrik der Bad Lauterberger Königshütte. Ein Trinkwasser. Ja, hier kann man so in die Halle gucken. Und hier sind auch, wenn hier Führungen sind, sind hier jede Menge Maschinen und sowas noch zu bestaunen. Richtig toll. Leider im Moment keine Führung. Und wie gesagt, wir fahren jetzt mal weiter. Mal sehen, was heute noch kommt. Die ganzen Bilder hänge ich euch hinten dran und mache noch schön Erklärungen dazu. Ja, schauen wir mal. Thank you.